Sottle, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren chilligen, ruhigen, entspannenden Folge City Skylines mit dem neuen Plazas and Parks DLC. Wir sind hier in unserem kleinen Städtchen Edetown. Wir brauchen noch viel Industrie. Und wir haben ja hier schon ein bisschen gebaut. Ich habe es jetzt geschafft, mir die No Pollution Mod runterzuladen, beziehungsweise nicht No Pollution. Oder ich glaube, sie heißt doch No Pollution, aber sie verändert nur den Boden hier, dass es nicht mehr so lila ist. Die Gebäude produzieren so rum, ne? Trotzdem noch Verschmutzung. Also ist nicht so, dass die gar keine Verschmutzung mehr produzieren. Ja? Das müssten wir hier nochmal gerade einstellen. Ich glaube, wir haben nämlich, guck, Day Cycle Speed normal. Ich mache den mal aus. Ich lasse den immer so bei 14 Uhr, weil... Dann sehen wir was, ne? Nachts siehst du halt nichts. Wir können durchaus auch mal eine Runde nachts laufen lassen. Aber erstmal würde ich gerne das Ganze dann im Hellen machen. Wir kaufen jetzt mal da oben das nächste Gebiet. Und dann gucken wir mal, dass wir hier schon irgendwie schön was hinkriegen. Wir haben ja hier, wie gesagt, Erzindustrie, die könnten wir machen. Ich weiß aber nicht, ob wir die schon komplett machen sollen. Oder ob wir sagen, erstmal lass es, wie es ist. Was haben wir denn hier noch? Ölindustrie haben wir noch nicht. Guck, können wir noch gar nicht. 2400 Bevölkerung brauchen wir da erstmal. Das heißt, wir könnten das hier durchaus mal so lassen. Wir müssen nur gucken, wie wir am besten machen wir das hier nochmal mit einer Brücke drüber. Würde ich sagen. Dass wir das hier jetzt gleich mal direkt alles wegtun. Das Kraftwerk kommt auf Seite. So, dann könnten wir hier nämlich schon mal eine größere Straße durchziehen. Vielleicht sogar eine vierspurige. Wir müssen nur aufs Geld aufpassen. Wir haben nicht so viel Geld, sehe ich gerade. Da müssen wir echt aufpassen. Weil jetzt am Anfang sind wir noch relativ unflüssig, was das angeht. Ne? So, wir machen mal das nochmal höher mit Bild hoch hier, glaube ich. Ne? Hier noch, Alter, direkt 12 Meter. So. Ne, 12 Units war's. Okay, dann machen wir es aber erstmal so hier drüber. So soll's. Genau. Und jetzt bitte 12 Units hier runter. Oh, wupp. Auf der Erde. Andere Seite nochmal. 10, 11, 12 Units runter auf die Erde. Erst wieder eine vernünftige Brücke haben. Das müsste von der Höhe her auch passen. Jetzt können wir das hier so komplett durchfahren lassen einfach, wo das alles drankommt. Dann können wir nämlich hier noch Autobahn auf- und abfahrten machen. Können wir das noch nicht? Können wir auch noch nicht. Okay, aber das machen wir dann gleich, sobald wir es können. Natürlich interessant, wenn man das noch nicht kann. Ich denke halt nie an sowas, weil du, erstmal können wir das hier aufwerten, so und so. Und dann können wir das hier lang ziehen. So und so würde ich sagen. Das ist in Ordnung. Es muss ja nicht alles 100% gerade sein. Was ist das hier aber schon ein bisschen hügelig. Dann könnten wir hier schon schön ein neues Industriegebiet reinpacken. Zweispurige Straße mit Mittelstreifen. Nein, wir nehmen mal ganz normale hier. Nehmen wir das mal so. So. Machen das hier so lang und jetzt ziehen wir das Ganze mal durch, ohne das Ganze hier an die Hauptstraße anzubinden. Damit wir dort dann halt keinen Stau produzieren. So, sollte eigentlich passen. Ich denke, das passt, oder? Hm? So, leider. Ah, komm, dann machen wir es so. Dann machen wir da kleinere Sachen hin. Jetzt müssen wir natürlich Wasser drunter ziehen wieder. Wir haben nur noch 7000. Uiuiui. Okay. So, bitte hier ran. Von hier aus noch durch die Mitte. So, und jetzt machen wir hier erstmal neue Industrie dran. Haben wir ja gesagt, so rein. Nein, ich will das selber ziehen. Weil, wie gesagt, hier möchte ich nichts dran haben. An den Straßen. Da soll immer so zwei frei sein. Das hier darf voll.
So, und das hier ist eigentlich Blödsinn, weil da kommt sowieso keiner dran. Das ist ja von da hinten. Machen wir das so. Jetzt bräuchte man hier noch Strom. Definitiv. Den haben wir hier. Zieh mal durch. Bis hierhin und hier. So. Sehr schön. Ihr kriegt Strom. Jawohl. Wir machen wieder schön Plus dadurch. Das gefällt mir. Und schon schwuppdiwupp braucht man nichts mehr hier. An Industrie. Aber das wird sich auch noch ändern. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Neues Industriegebiet steht. Dann können wir jetzt nach und nach die hier wegmachen. Den hier nehmen wir mal. Gebäude verschieben. Das würde ich nämlich gerne dann jetzt hier hinsetzen. Das darf so an die Straße. Bitteschön. Das ist natürlich nichts glatt gemacht, gerade gemacht oder so, ne? Das ist ein bisschen aber geht nicht anders gerade. Weil ich muss sagen, hier diese Hügel da, die gefallen mir überhaupt nicht. Wie das dann hier aussieht. Aber das machen wir alles später. Erstmal brauchen wir jetzt wieder Wohnungen. Damit wir mal an die 2400 kommen. Ich denke, das sollten wir irgendwie hinkriegen. Wir können ja hier oben noch ein paar machen. Hm? Hier noch eine Reihe ran. Wer will nicht gerne an der Autobahn wohnen? Die tollsten Häuser in der Nähe der Autobahn. So, das noch ein bisschen. Das noch ein bisschen. Wasser haben wir hier oben? Nein, haben wir nicht. Okay, also Wasser. Her damit, da müssen wir auch gucken. Was haben wir hier? Verbrauch 53, Kapazität 60. Oh, oh, oh. Das hält auch nicht mehr lang. Das hält auch nicht mehr lang. Wupp, 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 wupp. Hier hinten auch noch voll so. Bitteschön. Dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. So. Sollten eigentlich die Wohnung wieder ein bisschen zurückgehen. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Wir können in der Zwischenzeit mal ein paar Kommentare lesen. Wir haben auf die erste Folge hier, die übrigens eingeschlagen ist wie eine Bombe für die Verhältnisse des Kanals hier. Danke für das. Danke dafür schon mal, ja. Zwei Kommentare, und zwar einmal von dem Hanftroll, der schreibt, Juhu, Cities, ich freue mich auch, Hanftroll. Schön, dass du wieder zuschaust hier, dankeschön. So, wir kennen uns ja schon, ne, sehr, sehr lange. Zumindest von den Folgen her hier. So, ein ganz, ganz treuer, langer Zuschauer, der Hanftroll. Dankeschön, dass du kommentierst. Und der Mino schreibt, Hallo, ist das Ersatz für Project Highrise oder geht das weiter? Schöne Folge. Das hier ist kein Ersatz für Project Highrise. Mino, Project Highrise wird weitergespielt, bis wir halt durch sind. Kam unter anderem heute auch noch Folgen. Wen das interessiert, der kann sich das gerne anschauen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und auch da vielleicht einen Kommentar drunter lassen. Ah, das sieht so gut aus hier. Das gefällt mir. Sie laufen alle zu Fuß. Jetzt stehen die natürlich hier, ne? Wegen den Ampeln. Ich mach die jetzt extra mal nicht weg, sondern lass das, wie es ist. Müssen wir später gucken. Ja, Wasser wird knapp, ne? Wasser wird definitiv knapp. Bauen wir vielleicht noch einen Turm hier. Der Große braucht 17.000 Leute, ey. Wir müssen ihn irgendwo hier hinten hinsetzen, wo keine Verschmutzung ist. Setzen wir ihn da drauf. Dann haben wir 120.000, jawohl. So, Abwasser, was sagt uns das? Abwasser 67 von 120.000. Auch sehr lecker, was wir hier machen mit dem Fluss, ne? Alles hier rein und dann da hinten irgendwo hin. Aber es geht gerade nicht anders. Später, wenn wir mal genug Geld haben, können wir uns eine vernünftige Anlage bauen. Die wollen immer noch Häuser. Okay, dann könnten wir mal hier rüber gehen, ne? Gucken wir erstmal, ob das hier alles fresh and funky ist. Ja, rauf, runter. Das hier ist Gelände einebnen, ne? Erdeverfügbarkeit. Ah, verdammt, wir haben nicht unendlich Erde hier, ne? Stimmt ja. Boomende Kleinstadt. So, und wir können... Gut. Das sind die extra Landscaping Tools, ne? Die mir da fehlen. Dann müssen wir das erstmal so lassen. Geht wohl nicht anders. So, nach und nach wird das schon wieder. Jetzt haben wir die Industriestraße. Die will ich aber nicht bauen. Ich würde gerne zwei... Das ist eine vierspurige, ne? Die hier ist aber auch vierspurig. Jo, dann lassen wir die einfach als... Zack. Straße hier so durchgehen. Man könnte hier sogar schon einen Bahnhof hinmachen dann später. Die sind echt schön, die Schienen hier. Die gefallen mir.
So, jetzt müssen wir irgendwie Strom darüber kriegen. Direkt an die Straße hier will ich nichts machen. Wir könnten von hier aus mal so hochgehen. So, dann könnte man hier ein kleines Gewerbegebiet machen. Das könnten wir. Aber erstmal will ich wieder hier Wasser und so weiter legen. So, hier durch bis hierhin. Von hier aus hier durch. Und jetzt haben wir da die Hauptstraße. Das heißt, jetzt können wir hier die kleinen Straßen nehmen. Die haben auch noch breite Bürgersteige. So, was haben wir hier? Vierspurige Straße mit Bussen. Ich würde mal gerne welche von den neuen da, Plazas und Prominence, nehmen. Haben wir da mittlerweile schon was von hier? Kleine Sandstein-Fußgängerstraße mit Busfahrspuren. Okay, das heißt, hier dürfte nur der Bus rein, ne? Bauen Sie kleine Fußgängerzonen-Servicepunkt. Okay. Ich glaube, das ist, haben wir die denn schon? Kleine Pflasterstraße, Fußgängerstraße mit Busfahrspuren. Wo ist denn der Bus-Servicepunkt? Ich glaube, wir warten mal, bis die hier alle freigeschaltet sind, ne? Aber dafür brauchen wir nur den Servicepunkt, ne? Fußgängerzonen-Servicepunkt. Wo ist der denn hier, wenn ich fragen darf? Den sehe ich ja nirgendwo. Und die müssen wir dann auch noch bauen, die Mautstellen, später. Ja, ich sehe den hier gerade nirgends. Ist der hier irgendwo bei? Kann das sein? Carport, 12 Stellplätze. Nice! Was ist das hier? Pariser Steg, Dresdner Steg, das ist mir gerade egal. Die Carports sind ja cool. Was ist das hier? Hotel Oasis. Kommt jetzt natürlich nicht hin, aber es gibt echt viele neue Sachen. Mutterschiff. Geil. Cool. Was ist das hier? Bordstein Jahrhundertmitte. Den kann man ziehen. Bordstein Jahrhundertmitte. Nein, danke. Wie viele Sachen es hier gibt, ey. Kieselaufkleber. Schön. Was ist das? Briefkasten, okay. Ich stelle jetzt einfach so einen Briefkasten hin. Nein. Ja, wie gesagt, ich finde ihn gerade nicht. Was ist das hier? Kleiner Glasdachplatz. Den könnte man zum Beispiel so hier hinmachen. Als Einfahrt. Machen wir jetzt auch mal. Dann sehen wir uns den mal an. Und dann nehmen wir jetzt ganz normale. Das ist echt cool. Gefällt mir. So. Einfach so hier drüber, ne? Da hat man hier Plätze, wo man sitzen kann. Und wir machen jetzt hier so einfach eine normale kleine Straße. Eine einfache, bis wir dann mal rausgefunden haben, wo man das macht hier. Reicht das so? Natürlich nicht. Okay. So, machen wir mal weg. Bitte wieder hier. Wo muss das? Genau, dann machen wir die praktisch bis hier hin. So, dass die da drankommen. Können das hier noch weitermachen. Jetzt haben wir da so was Kleines Grünes zwischen, ne? Das ist nicht schlimm. Das bleibt jetzt so. Dann können wir hier nämlich unser Gewerbegebiet machen. Immer diese Frösche, ey. Und hier die Straße ziehen wir jetzt durch. Dann können hier noch ein paar Häuser hin. So, nicht zu nah an die Schienen. Bitte. Das lassen wir jetzt auch mal so hier. Dann können wir das hier einfach so durchziehen. So. Dann können wir später nochmal gucken, ob ich es noch hinkriege. Wie heißt das hier? Plupp. Sackgassen zu bauen. Ja. So, hier nochmal durch die Mitte. Sehr schön, dann haben wir das nämlich. Super, gefällt mir. Der Strom muss natürlich irgendwo hier rüber. Jetzt gehen wir hin, nehmen hier einfach kleines Gewerbegebiet. Da bitte nicht, auf keinen Fall. Da will ich nichts haben. Was kann hier so alles da auch voll machen? Machen wir es mal hier voll. Machen wir mal so. Und das hier voll. So, hier kann auch noch ein klein bisschen hin. Hier was größer. Und hier natürlich. So, dann haben wir das. Hier kommen, wir drücken mal gerade Pause, ja. Hier kommen jetzt die Wohnungen hin. Hier drin sowieso alles voll. So. So, die hier
auch bis dahin. So, und dann haben wir hier jeweils Platz. Das sollte passen, aber hier kann noch eine Reihe hin. So. Ja, schön. Haben wir das. Dann können wir hier nämlich so ein bisschen Grün reinmachen. Haben wir da noch ein paar Bäume hier irgendwo? Ich glaube hier, ne? Aber jetzt siehst du gerade nichts. Warten wir, bis da gebaut wurde. Sonst sehen wir nichts. So, und jetzt machen wir an hier. Jetzt müssten wir eigentlich da bauen. Häuser, Gewerbe, was weiß ich. Rüber kommen sie auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Wir brauchen auch noch ein bisschen Industrie wieder, sehe ich gerade. Da könnten wir auch noch ein paar hinstellen. Drüben. Da will ich nicht, aber hier. So. Machen wir wieder schnell. So, wie sieht's aus? Ihr baut? Jawohl. Sehr gut. Dann, Strom von hier rüber. Geht das? Natürlich nicht. Na, komm. So. Und so. Haben wir das. Sehr gut. Das heißt, jetzt hat ja alles Strom. Jawohl. Da müssen wir aber auch gucken. Reicht das? 62, 74. Ganz schön knapp. Wasser und Abwasser passt. Juhu. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin gespannt, was das Ding hier bringt. Ein öffentlicher Platz mit Bäumen und Skulpturen auf dem Fußgänger durch ein Glasdach. Vor schlechtem Wetter geschützt werden. Besucher letzte Woche 15, Touristen 0. Okay. Vollkommen in Ordnung. Gefällt mir. Gefällt mir. Sehr angenehm. Guck, die sitzen hier, spielen Schach und was weiß ich. Ist doch schick. Super. So, jetzt ist das hier wieder alles weg. Das hier auch. Warum haben die keinen Strom hier? Weil Strom zu wenig. Strom zu wenig. Okay, heißt neues Kraftwerk. Müssen wir schon gucken hier, du. Noch ein Kohlekraftwerk. 560 können wir uns aber leisten, locker. Dann setzen wir noch ein zweites Kraftwerk einfach hier neben. So. Jetzt haben wir wieder genug. Das heißt, die bringen jetzt insgesamt 80 bei 1120 Kosten. Er kostet 1120 und bringt 120. Also so viel wie 4, ne? 4 mal 560 wären schon 2240, also deutlich mehr als eins davon. Also ab dem 5. kannst du die abreißen und das andere wird billiger, ne? Was sagt der Müll? Recyclingzentrum, die können wir uns nicht leisten. Die ist auch sehr teuer. Das ist der einzigste, den ich runtergeladen habe. Ja. Weil wir da ein bisschen brauchen. So, Recycling Center könnten wir aber auch hier hinbauen. Bauen wir jetzt mal hier hin. Sollte eigentlich ganz gut sein, weil Recycling können wir auch ein bisschen gebrauchen. Die hier schon alle stehen. Wir können den hier mal... Wir müssten ja jetzt hier hinkommen, ne? Wir dürften ja eigentlich Autobahn-Auf- und Abfahrten bauen dürfen. So, weil die müssen ihre eigenen haben hier. Das geht so nicht. Autobahn-Auffahrt. Genau, von hier dahin. So, oh Gott, sieht das kacke aus. Kann ich das nicht hier irgendwie so machen? Kann ich. Und dann sieht die Brücke scheiße aus. Ich lasse das jetzt erstmal so. Wenn wir im Geld schwimmen, müssen wir das neu bauen. So. Dann kommen sie hier auf jeden Fall runter. Von der Straße, weil hier ist ja schon eine Heidewitzka. Ampel, 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 Ampel. Ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. So. 3 und 2, das müsste man eigentlich direkt breiter machen. Haben wir überhaupt 5-spurige Autobahnen hier? Autobahn mit Busfahrspur? Okay, nice. 4-spurig. 4-spurig. Okay. Ne, 5-spurige gibt's gar nicht. Müsste man wieder gemoddete nehmen, ne? Eieieiei. Könnte höchstens hingehen und sagen, okay, ich lasse das jetzt mal. Einfach hiermit. So. Ihn dahin. Ihn dahin, dass die beiden anderen in Ruhe fahren können. Weil normal 3 plus 2 müsstest du hier 5-spurig haben, ne? Haben wir aber nicht, weil maximal können wir 4-spurig bauen. Da wir nichts Gemoddetes haben. Jetzt können sie schon mal in Ruhe fahren. Das ist ja schon mal was. So, ich hoffe. Ja, guck, das entschlackt sich auch direkt hier, weil jetzt einige hier oben lang fahren.
Ist schon mal gut. Gefällt mir. Nice. Na, guck mal, alt wird. Unser schönes Stinky-Industriegebiet. Hier müssten wir jetzt, glaube ich, auch Erz bauen können. Jawohl, Erzindustrie können wir jetzt. Oder? Was ist Dingens hier? Ja, Erzindustrie hier. Alles klar. Könnten wir also hier machen, wenn wir wollen. So, ups. Da, Erzindustrie. Müssen wir uns überlegen, ob wir das machen oder nicht. Schon wieder Häuser. Schon wieder Häuser. Die großen können wir noch nicht, ne? 7.500 brauchen wir dafür. Eieiei. Könnten wir aber hier schön gut anbauen. Dann werden das diese Vororte und hier kommen die Hohen hin. Noch sehen wir ja nicht viel. Bei der Karte hier. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Wird auf jeden Fall interessant. Ich find's schön. Guck mal, wie viele hier zu Fuß laufen. Das sieht auch toll aus. Noch geht der Verkehr. Machen wir es mal so an. Gucken uns an, wie unsere Siedlungen hier wachsen. Was die brauchen. Wenn du noch Ideen hast, schreib's in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.